Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Minecraft Let's Play mit UFOmann aus den UFOmann Studios in Berlin, den wohl kleinsten Studios in Deutschland. Und heute sehen wir die Folge Minecraft 341, moderiert, aufgenommen, vorgestellt, bearbeitet und so weiter von UFOmann. Und hier gesendet auf dem Kanal UFOmann LP. Und wir befinden uns heute in der Folge 1, in der Minecraft-Version 1.7.8. Ich habe so lange nicht gespielt. Habe heute erst gesehen, dass hier ein Update geupdatet wurde. Und meine ganze Steuerung ist schon wieder mal verstellt. Ja. Das kennen wir ja alles, Steuerung. Und da stellen wir sie wieder ein. Das kennt er ja, wer hier öfters mal reinkommt, reinschaut. Vorwärts gehen. Hä? Numpert 8, schleichen. So, jetzt müsste das doch passen, oder? So, juhu, da sind wir wieder, meine lieben Freunde. So, jetzt sind wir hier angekommen mit unseren ganzen Kisten und so weiter. Wenn das hier die richtige Stelle ist, vom Zeitkontinuumsablauf, keine Ahnung. K.A. sozusagen. Ja, und leider muss ich euch das jetzt antun, dass ich hier das Zeug, was ich zurückgebracht habe, jetzt hier sortieren möchte. Oh mein Gott. Ja, das wird wahrscheinlich eine Sortierfolge. Ich weiß, das findet keiner gut. Oder? Manche finden das auch gut. So zuzugucken beim Sortieren. Haben wir denn hier schon einen Glascontainer? Gut, hier haben wir schon mal Redstone. Und Farbstoff haben wir hier unten. Sehr schön. So, ich glaube, den Glas war hier drin. Ah, guck mal einer an. Und Sand kommt da eigentlich auch raus. Rauf, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Oh mein Gott, was soll ich bloß mit diesem ganzen Zeug hier? Und das Inventar ist schon wieder voll. Ach, was waren das noch nur Zeit? Was waren das für Zeiten, als ich Mods benutzt habe? Das war so schön. So. Ein paar wertvolle Sachen wollte ich ja hier reintun. Wenn ich denn wertvolle Sachen habe. Ach, guck mal hier, eine super geile Diamantschaufel. Die werde ich aber mal behalten erstmal. Wow, was ich alles für ein Zeug habe. So. Hier, Zeugs. Ja, da kam noch das rein. Mein bewährtes Sortiersystem. Leine auch bei Zeugs, ja. Leder bei Zeugs, okay. Netherstein. Habe ich denn hier schon so eine schöne Nether-Kiste? Ich habe noch gar keine Nether-Kiste. Haha. Können wir ja einen Netherstein... Nein, einen will ich nur. Weißt du, und den kann ich nämlich dann hier ranklatschen. So. Aha. So doch nicht. Wie ging denn das? War das nicht so, dass man den hier so... Klack? Oder muss ich das jetzt an der Werkbank... An der Werkbank craften? Mein Gott, ist das schon wieder lange her. Nein, den kann man da rein. Das weiß ich doch, dass man den da reinmachen kann. Warte mal so. Zackerdi-zack. Und dann klackerdi-klack. Ah, okay. Klackerdi-klack. So, weiter geht's. Da müssen wir mal gucken. In letzter Zeit, seit 2-3 Wochen, da haut es ja mir hier mit meinen Lautstärken teilweise gar nicht mehr hin. Jetzt ist die Stimme wahrscheinlich wieder viel zu laut. Ah, ein alter Bogen. Okay, was sollen wir mit einem alten Bogen? Feuerzeug behalten. Weiße Wolle. Eine Wollkiste habe ich hier noch nicht, wa? Da muss die doch in das... Hier in die Zeugskiste rein, wa? Würde ich mal so sagen. Knochen kommen in die Zeugskiste. Dann haben wir hier noch eine Holzkiste.
Da kommen die Treppen rein, das kommt da rein und das kommt da rein. Okay. Lebensmittel werden wir mal am Mann behalten. So, was gibt's jetzt noch? Zack, 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 zack. Oh, da passt ja ganz schön viel ins Inventar. Noch nicht alles. So, den Glowstone, den wollte ich ganz gerne dann auch nach Ufotopia mitnehmen. Warum ist da eigentlich ein Bett drin? Kann mir das mal einer verraten? 31 Diamanten. Cool. So, klack. Rote Wolle. Und dann haben wir hier noch ein bisschen Holzzeug. Okay. Steinzeug. Zack, zack, zack. Zack. Und jetzt noch ein bisschen Zeugs. Das eindeutig Zeugs. Redstone ist kein Zeug. Rote Wolle ist Zeug. Kohle. Habe ich eigentlich eine Kohlekiste? Haha. Guck mal, wie viel Kohle, Alter. Alter, hat der viel Kohle. Wie sieht's denn hier mit Eisen aus? Oh. Guck mal in meine schicke Truhe hier rein. So, aber kann sein, dass wir das noch ein bisschen umsortieren müssen. Jetzt habe ich da einen Haufen Samen. Okay, die kommen hier rein. Dann haben wir noch eine Redstone. Okay. Ja, hier beim Sortieren kann ich gar nicht groß was erzählen. Ist hier eigentlich noch was drin? Da kann ich gar nicht groß erzählen, weil da muss ich mich konzentrieren. Was haben wir hier noch? Holz und Sand. Okay, Sand. Knallen wir hier rein. Ne, Quatsch, nicht hier. Hier bei dem Glas. Kommt Sand rein. Und hier kommt das Holz rein. Ordnung muss sein. Wo haben wir denn das hier? Okay. Und dann haben wir hier noch eine Ladung Steine. Okay, so. Jetzt haben wir, glaube ich, die erste. Ah, okay. Oh, 4 Truhen. Oh, da ist aber was zusammengekommen mit der Zeit. Mein lieber Scholli, ey. Obsidian ohne Ende oder was? Nee, schwarze Wolle. Was soll ich denn mit schwarzer Wolle, Alter? So, schwarze Wolle. Magma-Creme. Leder. Schwarzpulver. Oh, Quarz kommt mit hier in die Nether-Steinkiste. Dann haben wir dann noch mal einmal graue Wolle. Weiter geht's mit Holz. 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 Erde. Wer will denn Erde? Habe ich eine Erdkiste schon? Hier. Ha, ich habe echt eine Erdkiste. Ist ja unglaublich. So, dann habe ich aber noch mehr Wolle. Hier. Okay, graue Wolle. Hier habe ich noch mehr Holz. Na, hättet ihr das gedacht, dass das jetzt so eine saulangweilige Folge wird? Nachdem er 2 Wochen warten musstest, kommt der uns jetzt hier mit sowas. Mit Sortieren und dann ist wahrscheinlich die Musik und alles zu laut und die Stimme zu leise. Und wisst ihr, das sind so die Momente, da hat man da überhaupt gar keinen Bock mehr, überhaupt UFO-Mann zu gucken, oder? Oder habt ihr da noch Lust? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch Lust habt, UFO-Mann zu gucken. Hier haben wir noch ein bisschen Gold. Und hier Glas. Glas, Glas, Glas. Glas ist aber schön. Und dann haben wir hier noch ein paar Pflänzchen. Und dann haben wir noch mal Zeug. Oh Gott, ey. Irgendwie mag ich sortieren eigentlich nicht so, ehrlich gesagt. Ganz schön anstrengend immer. Und Kohle haben wir auch noch mal ein Stack. Das können wir ja später alles dann holen über unsere Bahntrasse. Okay, der ist leer. Das ist sehr schön. Der ist leer. Das ist sehr schön. Aber ja, guck mal, gut, da lässt sich das ein bisschen besser sortieren. Bam, bam, bam. Der Seelensand kommt in die Nether. Das ist aber gar keine Redstone. Ist doch keine Nether-Truhe. Na, ist egal. Komm, wir hauen den da rein. Bam, 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 bam. Hier Erde noch. Bam, bam, bam.
Ich hoffe mal, ich habe die Schienen alle drüber gelassen, dass wir da noch drüben gelassen, dass wir da dann noch weiter bauen können. Boah, dieses Lied kommt, glaube ich, raus aus meiner Playlist. Wobei ich finde das eigentlich ziemlich cool. Mal gucken. Bloß weil ich habe da, glaube ich, gerade ein bisschen zu laut gestellt. Ba, 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 ba. Nein, da bleiben noch zwei drin. Oh Gott. Gut, wir werden mal diesen Staub. Nö. Den machen wir hier drin, ne? Klostuhlenstaub. Dann haben wir noch den und den. Dann haben wir noch zweimal Erde. Okay. Dann haben wir noch Sand. Dazu müssen wir wieder hier rüber latschen. Na, geht doch schnell. Ob ich das schaffe? Ob ich das in einer Folge schaffe? Bam. Lapis Lazuli. Lapis Lazuli kommt bei Farbe rein. Gott sei Dank ist das Lied vorbei. Ich hatte da gerade gar keinen Bock drauf, obwohl ich das sehr gut finde, aber irgendwie. Ah gut, das ist ein bisschen entspannter. Country-mäßig. Ich hol gleich meinen Country-Hut raus. So. Ein Cowboy-Hut heißt das, UFO-Mann. Cowboy-Hut, ach so. Hol gleich mein Cowboy-Hut raus. Und dann da di da 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 31 Hühnchen. Na, brenn die mal. Brate die mal. 31 Hühnchen. Hühnchen macht Spaß. Da da da. Ach so, guck mal. Was haben wir denn hier? Netterstein. Okay, hier ist die Nether-Truhe. Hier ist die Nether-Truhe. Da müssen wir nochmal darüber. Okay, hier haben wir noch eine Blume drin. Dann hier der Knochen kommt in die Zeugskiste. Und dann haben wir hier nämlich die Redstone-Kiste. Und das kommt alles in die Nether-Kiste, genau. Und hier haben wir noch einen Redstone-Block. Redstone. Oh Leute, es gibt ja so viele schöne Spiele. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Irgendwann mischt man ja auch mal an Spiele. Ich habe Gnomoria gespielt. Habe ich letztens gestern bei DayZ schon mal angesprochen. Gnomoria. Die Einarbeitung ist ziemlich. Ja, muss man schon ein bisschen Zeit investieren, um sich da einzuarbeiten, wie das funktioniert, aber hammermäßig. Ich habe, glaube ich, 60 Stunden gespielt. Ja, ich weiß, ich habe keine Zeit. 60 Stunden Lebenszeit hat er verschwendet und uns erzählt er mal, er hat keine Zeit für irgendwelche Aktionen und so. Ja, da bin ich gestern schon mal ein bisschen näher drauf eingegangen. Ist einfach unwahrscheinlich entspannend für mich, soziale, wie nennt man das? Also für manch einen, der langweilt sich ja zu Tode, wenn der keine sozialen Kontakte hat. Der braucht das ja, immer mit Menschen und Hallo und Heidewitzka, Herr Kapitän und so. Und ich finde das total gut, ganz alleine ein Spielchen zu machen. Am besten das Telefon klingelt nicht. Keiner ruft mich an, keine Verpflichtung und ich kann einfach in diese Spielewelt abgleiten. Ja, es ist ein extrem großer, obwohl es ja auch Spaß macht, aber es ist ein absoluter Unterschied zu mit jemandem zusammen auf einem Server spielen oder überhaupt diese ganze Multiplayer-Geschichte und so. Ja, also ich bin richtig glücklich darüber, dass überhaupt durch Computerspiele die Möglichkeit erfunden wurde, durch die künstliche KI die Möglichkeit erfunden wurde, dass Menschen nicht gegen Menschen spielen müssen, sondern dass die Menschen vom Computer, die anderen Menschen vom Computer gespielt werden. Ihr wisst, was ich meine. So, sehr schick, sehr schick. Wir kommen dem Ziel immer näher. Jetzt haben wir noch 64 Eisen. Gut, die müssen wir dann natürlich in die Eisentruhe machen, wenn die da nicht mehr reinpasst. Oh Gott, ey. Das war ja eine Sache. Die Folge geht jetzt, naja, noch nicht ganz vorbei, die Folge.
noch nicht ganz vorbei. Jetzt haben wir hier noch drei Schienen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. Haben wir noch, wobei, ein bisschen Holz sollte ich vielleicht auch behalten. Oh, guck mal hier, was wir hier noch haben. Ba, ba, ba. So. Gut, wenn ich jetzt das nächste Mal was brauche, muss ich dann extra wieder zurückfahren, oder wie? Ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt jetzt... Ach so, um ein bisschen Ordnung zu schaffen, glaube ich. Lediglich, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. So, den Rest, den wir jetzt hier haben, außer die weiße Wolle, würde ich mal sagen, nehmen wir wieder mit. Und dann können wir eigentlich schon jetzt mal wieder, vorausgesetzt, wir haben dann Beil und sowas dabei. Ba 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 ba. Okay, Beil. Kriegen wir das Ding eigentlich wieder auf die Gleise geschoben hier oder müssen wir die abbauen? Hoho. 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 Okay, die waren ja auch alle leer. So. Jetzt fahren wir nämlich wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob draußen Tag oder Nacht ist. Wir können uns ja mal vorsichtshalber schlafen legen. Wollen wir mal kurz im Dorf gucken? Komm, wir gucken mal kurz. Hallo, UFO-Mann ist da. Euch geht's gut, wa? Euch geht's gut hier. Kaum ist man mal kurz weg, wird hier nicht mehr erarbeitet. Ran an die Arbeit, sage ich euch, meine lieben Freunde. Es gibt sonst hier Halsabzug. Und du hier auch immer dastehen und hier... Naja, okay, du quatschst mit deinem Zwillingsbruder. Habe ich jetzt in dem Sinne nichts dagegen. Du warst schön fleißig, ja? Spinne, schön, Spinne tot macht. Schön, die Spinne tot gemacht. Oh, jetzt habe ich hier... Jetzt muss ich hier Spreizfinger machen, weil ich die Sprungtaste habe ich so gelegt, dass ich meine... Finger dermaßen auseinanderrenken muss, um die Sprungtaste zu betätigen. Ja. Okay. Ihr seht ja immer noch alle gleich aus. Naja, es liegt doch an meinem Textpack. Textpack. Oh, mein Gewächshaus. Wie schön. Ach, und hier wächst noch alles. So, keine Zeit. Keine Zeit. Wir müssen zurück. Ich will unbedingt nach Ufotopia. Ich will unbedingt nach Ufotopia. Super wichtig. Super wichtige Sache. So, da werden wir jetzt mal. So. Da, 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 da. Und jetzt hier geht's weiter. Da, 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 da. Juhu! Zurück. Zurück, zurück, zurück. Wir fahren jetzt zurück und gucken mal, dass wir. Upsala. Und gucken mal, dass wir unseren Tunnel da fertig kriegen. Damit wir endlich nach Ufotopia kommen. Ich will da irgendwie was bauen, als Andenken an meine lange, lange Reise für die Dorfbewohner. Habe ich ja vor, irgendwie was Großes zu erbauen. Irgendwas Gigantisches. Was dann wieder ein halbes Jahr dauert. Ich wollte ja noch das Kloster bauen. Am besten ist, ich baue das Kloster. Das kann man ja schön groß bauen und da sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Hatte auch eine Pyramide, aber och, das ist ja auch ein bisschen abgedroschen, wa? Wir bauen einfach ein Riesenhaus. Oder sowas in der Art. Ja, eine Art Riesenhaus. Da 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 da. Juhu, so, wir sind wieder da. Noch nicht ganz. Ah, der Leuchtturm. Guck mal an, wie schön das ist. Fehlt jetzt noch irgendeine Spitze oder so, war eigentlich? Aber man wird den aus bestimmter Entfernung, wird man den noch sehen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Ton alles so hinhaut. Da muss ich gleich nochmal, wenn die Folge fertig ist, nochmal kurz checken, ob ich da noch was verändern muss an den Einstellungen. So, steigen wir mal wieder aus. Sehr schön. Machen die Kiste hier voll. Truhen, Loren, Loren. Ach so, die Loren, die könnte ich ja mitnehmen, wa? Oder? Brauche ich da unten noch eine Lore, werde ich mal mitnehmen? Nein, ich mache jetzt nicht diesen Hannelore-Witz. Den Spinnenseiden,
die Spinnenseide kann ich hier lassen. Den Pferdesattel, weißt du was? Den nehmen wir einfach mal mit. Falls wir da irgendwo mal wieder raus. Warum habe ich denn keine Schienen mitgenommen? Und kein Eisen? Ist doch wieder. Oder habe ich das alles im Netter? Ba, ba, ba. Ba. Und da sind wir wieder. Da, da, da. Es geht weiter hier. Es geht weiter hier bei UFO Mann. In den Studios in Berlin. Und wir versuchen seit einem halben Jahr nach Ufotopia zurückzukommen. Da ist schon jemand, der hoffentlich nicht denkt, wir hätten ihn angegriffen. Kann ich mal bitte durch? Ja, ich weiß. Ich weiß, es ist alles ganz fürchterlich. Oh, bloß hier weg, bevor wir den noch aus Versehen schlagen. Und es hackte wieder. Ich sag mal, es hackt. Oh, mein Zauberhuhn! So. So, wenn ich jetzt nicht da irgendwelche Schienen platziert habe, dann bin ich, glaube ich, aufgeschmissen. Aua. Jedes Mal stoße ich so. Hier geht's nach Pupsdorf, hier Richtung Süden, Schafswiesen, okay. Hier sind Schienen drin, sehr geil. Antriebsschienen. Aber keine Sensorschienen. Meine Sensorschienen sind alle. Da brauche ich ja theoretisch Redstone-Fackeln, glaube ich. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Ba, 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 ba. Ich meine, man kann auch so fahren ohne Antriebsschienen, aber dann ist man ein bisschen langsamer. Wisst ihr, was mich auch mal interessieren würde, ob man durch den Nether. Das hatten wir, glaube ich, schon mal, wa? Ob man durch ein. Ach so, du Blödmann. Ob man durch ein Nether-Portal durch Pferdewiese im Westen. Haha, da könnten wir ja. Könnten natürlich auch mit dem Pferd nach Ufotopia reiten, wa? Haben wir hier eine Truhe? Ba. Ba, 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 da, ba. Baba. Baba da ba. Badam. Badadadam. Geht das da eigentlich? Haha, dann geht's nicht mehr auf, ha? Mann. So, meine lieben Freunde, das war's schon wieder. Wie es aussieht, haben wir jetzt hier ein bisschen geloost. Weil, ich habe nämlich vergessen, Mann, okay, dann nehme ich da drüber noch einen weg. Ich habe hier vergessen mit meinen Sensorschienen, wisst ihr, was ich meine? Das ist natürlich äußerst doof. Da muss ich nochmal ganz zurückfahren und muss mir Sensorschienen holen oder basteln oder keine Ahnung. Ba, 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 di, bo, di, bo, schnipp, ba, di, bo, da, otz. Schnell, ab, ba, da, 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 da. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu langweilig mit der ganzen Sortiererei. Wir sehen uns dann morgen. Tschüss.